Es ist Finalzeit. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen FC Sevilla. UEFA Superpokal, Finale. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu einem Spiel, das es in sich hat. Besser geht es nicht mehr. Zwei Teams, die zuletzt Überragendes geleistet haben. Zwei Teams, die sich jetzt auch noch diesen Titel schnappen wollen. Wem das gelingt, na, warten wir es mal ab. In wenigen Augenblicken können wir hier endlich loslegen. Bayern München gegen FC Sevilla. Finale um den UEFA Superpokal, das Duell der Titelgewinner, das Duell der Übermannschaften. Jetzt können sie sozusagen noch die Krönung einer fantastischen Saison einfahren, können sich direkt den nächsten Titel holen. Beiden wär's zu gönnen. Durchgang 1, es geht los. Hier im Finale um den UEFA Superpokal. Müller kommt. Der Angriff könnte was werden. Müller. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Da haben sie jetzt den Ball. Jetzt Douglas Costa. Chance zur Führung. Der Ballverlust. Und jetzt Müller. Und die Chance. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Serge Gnabry. Da ist die Chance. Gnabry. Direkt noch ein Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Müller. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Chance lebt noch. Die Bayern mit dem Tor. Na, er kann den Ball nicht festhalten, ganz im Gegenteil, sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Kimmich. Pavard. Goretzka ist es. Alphonso Davies. Goretzka mit dem Ballverlust hier. Pavard. Ball ist bei Goretzka. Alphonso Davies. Goretzka. Goretzka ist es. Ball ist bei Goretzka. Und jetzt Müller. Das ist Lewandowski. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Das macht er gut. Tor durch Lewandowski. Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie.
Rakitic jetzt. Da sehen wir De Jong. Süle. Pavard. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Gnabry. Ballverlust durch Serge Gnabry. Thomas Müller jetzt. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Er ist frei, da kann was draus werden. Brillant gemacht. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Die Wiederholung dieses Treffers. Thomas Müller kann sich hier durchsetzen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Erneut so ein hervorragender Pass. Pavard. Ball ist bei Süle. Alphonso Davies. Ball bei Douglas Costa. Douglas Costa. Das könnte die Gelegenheit geben. Ein unfassbares Tor. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. Süle. Er überzeugt heute als Passgeber. Ballbesitz Sevilla. Süle behält die Oberhand. Da wäre jetzt Platz. Rakitic. Es gibt Freistoß Sevilla. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Süle holt sich diesen Pass. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Das sieht viel. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Alphonso Davies. Und jetzt Douglas Costa. Da ist er alleine durch. Fällt das Tor doch noch. Schuss kommt nicht durch. Sehr effektiv dieses. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Okay. Berechtigte gelbe Karte gegen den FC Bayern. Absolut, Wolf. Er kann froh sein, dass er hier nicht rot sieht. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Der Ballverlust. Sie liegen hier klar vorne zur Pause in diesem Spiel um den UEFA Super. Und wenn wir uns das bisher so anschauen, Wolf, dann...
Finale im UEFA Superpokal. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Munir. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Bitter, 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 ein Eigentor. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ja, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Also so risikofreudig sieht man Torhüter aber auch selten. Er kann es machen. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ganz wichtig, da muss er hin. Rakitic jetzt. Jesus Navas. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Pressing da, Neuer. Was ist denn in den gefahren? Da läuft er weit raus mit dem Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Gute Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Die Riesenchance. Noch eine Parade, aber noch nicht vorbei. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Und jetzt wird's eng, der Keeper verliert den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Elfmeter, ganz klar. Er schickt ihn mit Rot vom Platz und es gibt hier den Elfmeter. Verhinderung einer klaren... Sie verwandeln den Strafstoß. Er bringt diesen Elfmeter unten im Eck unter. Der ist unhaltbar. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Gut gemacht. Wirklich torreich, wie es heute zugeht. 6:2. So langsam wird es gefährlich. Das ist Leichtsinn. Noch die Chance da. Wie macht er den denn rein? Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und Rakitic.
Ballbesitz verloren. Hier regnet es mittlerweile richtig ordentlich, Buschi. Ja, und da können wir wirklich froh sein, dass die Rasenanlagen heutzutage so modern sind. Sonst wäre hier an Spielen überhaupt nicht mehr zu denken. Macht er ihn! Gut abgeblockt! Chance zum Konter jetzt. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Ganz energisch. Was denkt sich der Torhüter dabei? Er läuft einfach mit dem Ball aus dem... Klasse Chance jetzt. Der ist drin! Da hat er den kurzen Moment genutzt, in dem die Abwehr nicht sortiert war, und er macht das Tor. Und Wolf, dieses Ding wird er nie mehr vergessen. Es gibt nicht viele Torhüter, die sowas von sich behaupten können. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Munir. Rakitic jetzt. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt ist er durch. Ist es das? Und er trifft. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Munir. Sauber vom Ball getrennt hier. Was macht der Torwart denn da? Er läuft mit dem Ball los. Was macht er draus? Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Klar sind sie hier vorne. Kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der Münchner. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ball ist erstmal raus, super Parade. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Jetzt kann da was entstehen. Die Chance jetzt. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie gewinnen hier also den UEFA Supercup. Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Auch von meiner Seite natürlich fette Gratulation. Das war eine überzeugende Leistung. UEFA Supercup-Sieg. Also in diesem Jahr eine überragende Leistung. Glückwunsch auch von unserer Seite. Und jetzt geht es natürlich darum, die Hände an den Pott zu bekommen.